KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, hallo, hier ist der Erik, ich grüße alle. Und ja, falls, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr jetzt denkt, oh, das ist aber schön, die hier mal wieder zu hören, dann habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt, dass wir eine Woche mal pausiert haben. Genau, aber wir sind wieder da, wir sind wieder da. Das kann immer mal passieren hier, arbeitstechnisch und sonst was alles, dass wir das irgendwie nicht ganz auf die Schleife kriegen, hier aufzunehmen. Dafür haben wir heute relativ viel. Mal gucken, ob wir überhaupt alles dran nehmen oder ein bisschen was noch in die nächste Woche reinschieben. Wir haben zum Beispiel die Sneak Preview, was dein Herz dir sagt. Da werden wir auf jeden Fall kurz drüber sprechen. Dann Black Box, ein Ermittlungskrimi über Flug Black Box und so weiter. The Samaritian, heißt das nicht The Ritian? Habe ich das falsch geschrieben? Samaritian habe ich gesehen mit Sylvester Stallone. The Batman, Chris hat The Batman mal nachgeholt. Den fand ich ja ziemlich gut. Mal gucken, was der Chris sagt. Dear Evan Hansen. Und die anderen zwei, die hier so ein bisschen auf der Kippe stehen, ob man sie noch dran nehmen oder nicht, ist Gunpowder Milkshake und The Contractor. Mal gucken, ob wir noch dran kommen. Bei Serien sehe ich hier die neue Star Wars-Serie. Andor, besser gesagt. Bad Sisters, habe ich noch nie gehört, bin ich gespannt. Und mal schauen, The Lazarus Project oder ob das hinten runterfällt für die nächste Woche, je nachdem. Okay, wir starten gleich mal rein. So viel, Chris, was sagt dir denn dein Herz, ha? Was mein Herz mir sagt, adieu, ihr Idioten. Das ist der deutsche Titel auch dazu. Ach, was dein Herz dir sagt, aber adieu, ihr Idioten. Aber was dein Herz dir sagt, ist ja der deutsche Titel schon, ne? Ja, was dein Herz dir sagt, adieu, ihr Idioten. Ach, echt? Ach, ja, im Originaltitel heißt es adieu, le con. Internationaler Titel ist Bye Bye Morons. Das heißt, ja, also es ist ein kleiner französischer Film. Es geht darum, dass ein Trio, ein relativ ungleiches Trio, bestehend aus der Friseurin Zeus, dem Computer-Nerd JB und dem blinden Archivar Mr. Blinn. Die drei machen sich auf eine Suche nach etwas, was auch nicht unbedingt so alltäglich ist. Und zwar suchen sie den Sohn von Zeus, weil der, ja. Der Zeus. Also den musste sie mit 15 Jahren verlassen. Und will dann eben, weil sie eine Diagnose bekommt von einer schwereren Krankheit, sagt sie, okay, jetzt versuche ich doch meinen Sohn nochmal zu finden, um den nochmal zu sehen. Und die beiden anderen... Lass mich raten, sie sagt adieu, ihr Idioten. Macht's gut, ihr Trottel. Die beiden anderen schließen sich ihr dann quasi an im Kampf gegen die Bürokratie, im Kampf gegen alles Mögliche, werden dann auch noch von der Polizei auch noch gleich mitgejagt, weil da auch nicht immer alles so ganz sauber abläuft. Und ja, es beginnt eine völlig chaotische Reise durch die Stadt. Ich habe die Stadt vergessen, wo es ging. Und sie suchen eben das Kind von, oder den Sohn von Zeus. Ja, das ist so kurz zusammengefasst, worum es geht. Was jetzt relativ simpel und ja nicht so wirklich tiefgründig erscheint, ist auch so. Es ist ja ein Filmchen gewesen, den man sich mal anschauen kann, wo ich allerdings wieder mal an dem Punkt bin, also deswegen würde ich nicht ins Kino rennen. Er ist auch von 2020 schon. Kam allerdings relativ gut an. Hat eine knackige Länge mit 87 Minuten. Läuft unter Comedy-Drama, also Dramedy sozusagen. Und das passt auch ganz gut. Also das hat man schon eingefangen, weil es gibt diese bisschen schwereren Momente, es gibt die leichteren Momente. Und insgesamt ist es, ja, wie gesagt, ein Film, der mich jetzt nicht, wenn ich ihn nicht in der Sneak gesehen hätte, der mich jetzt nicht in dem Ofen vorgeholt hätte, wo ich jetzt auch niemandem guten Gewisses sagen kann, hey, geht unbedingt da rein, den müsst ihr gesehen haben, sondern ja, den kann man mal schauen. Wenn man ihn jetzt allerdings nicht gesehen hat, dann verpasst man auch nicht so viel. Hab ich euch Lust gemacht? Eher nicht, oder? Nö. Aber hier steht Darsteller Terry Gilliam. Echt?
Wer ist Terry Gilliam? Ja, The Hunter. Der von Monty Python. Und der Regisseur von Brasil zum Beispiel. Oder, das ist ja krass, dass der da mitspielt. Ja. Und also wie gesagt, ich habe gerade nämlich versucht rauszufinden, wo es gedreht ist, weil das hätte mich jetzt auch mal ein bisschen interessiert. Also sowas spielt meistens irgendwo in Marseille oder so. aber ja, ich finde nichts dazu. Aber ich finde hier steht drinne, sie orientierten sich beim Drehbuch auch an Terry Gilliams dystopischen Spielfilm Brasil aus dem Jahre 1985. Da geht es ja auch um jemanden, der so in die Mühlen der Bürokratie gerät in der Zukunft. Weiß nicht, wer den gesehen hat. Da ist quasi eine das sind so automatische Schreibmaschinen. Ich meine, das ist 85 gedreht, da gab es ja so nicht so viel mit Druckern und so Computer. So automatische Schreibmaschinen. Da fällt eine Fliege rein in so ein Ding und die verfälscht dann halt einen Buchstaben, sodass sie halt einen Unschuldigen verhaften irgendwie und der gerät dann in diese Mühlen der Bürokratie. Tja. Also wie gesagt, dadurch, dass wir auch so viele Filme heute haben, machen wir es relativ kurz. ich habe ihm 6 von 10 Punkte gegeben. Man kann ihn anschauen, aber wie gesagt, es würde mich jetzt nicht in dem Ofen vorholen, dass ich sage, hey, Samstagabend, da geht mal rein und guckt ihn an. Aber hier lese ich gerade, bei der César-Verleihung 2021 folgten mehrere Auszeichnungen, darunter der Preis für den besten Film des Jahres. Der deutsche Kinostart ist für den 22. Oktober 2022 vorgesehen. Klingt ja erstmal nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, den werde ich mir trotzdem mal vormerken. Shape of Water hat auch einen Oscar gewonnen. Ja, stimmt. Das stimmt. Schachmatt. Aber hier geht es um den César, nicht um hier so einen Academy-Preis. Der hier. Ja. Nee, ich werde ihn trotzdem mal vormerken. Ich glaube, das werde ich mir mal angucken. Ja, ich glaube, für dich wäre was. Ich gucke mir den mal an. Also, wenn ich ihn jemandem empfehlen würde, dann dir. Oh, okay. Dann ist es ein Muss. Mal gucken, ob ich mit diesem ganzen Titelwirrwarr, ob ich da irgendwie klarkomme. Also ins Kino werde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber ja, vielleicht auf jeden Fall mal fürs Heimkino merken. Vielleicht, da hat ja schon einer in der Facebook-Gruppe geschrieben, dass er sogar im französischen Fernsehen schon lief. Vielleicht gibt es ihn dann auch schon bald irgendwo mal zum käuflich Ausleihen irgendwo bei einer der bekannten Plattformen. Oder ich kann ja mal in den Mediatheken gucken. Man kann ja mit VPN sich ein anderes Land beamen. Vielleicht kann ich den ja auf Französisch gucken. Mal gucken. Obwohl, das klingt nach einem sehr storylastigen Ding hier, gerade auch mit César und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich da alles kapiere. Bei Bullet Train ging es immer noch. So ein paar Schimpfwörter und so. Habe ich noch hingekriegt. Naja. So, wie lautet denn so der Hinweis für morgen, wo ich ja endlich mal wieder ins Kino gehen kann? Toi, 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 also wenn nicht wieder arbeitsmäßig da was dazwischen kommt. Gibt es da schon einen Tipp und einen Hinweis? Ja, die Kinoleitung hat einen rausgehauen und der heißt Cheese. Und es gibt 2 Tipps von dir und von mir und ich glaube, dass diesmal ich das Rennen mache bei unseren Tipps. Du hast getippt 1000 Zeilen. Und ich habe getippt, weil es Cheese heißt, auf den Horrorfilm Smile. Siehst du es auch? Weil der kommt nämlich nächsten Donnerstag in die Kinos. Das heißt, der könnte noch in das Sneak kommen. Ja. Nee, würde vom Tipp her, denke ich mal, am ehesten auch auf Smile passen. Lächeln und so, Cheese. Genau. Aber 1000 Zeilen habe ich deswegen getippt. Zum einen, weil ich den gern sehen würde. Das ist der neue Film von Michael Bulli-Herbig. Das ist diesmal kein Klamauk. Das ist eher sowas wie, ja, so ein Ding wie Stonk. Es gab ja vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, obwohl gefühlt, nee, es war vor Corona, gab es diesen Skandal beim Spiegel, dass sie festgestellt haben, dass jemand, der immer so aus Krisengebieten riesige Stories geschrieben hat und sich mit Leuten unterhalten hat, die ich auch gelesen habe, die Stories, also ich fand das auch immer sehr gut geschrieben und sehr nah dran und es hat sich richtig gut angefühlt und man hat festgestellt, er hatte eigentlich alles. Er war eigentlich nie da, hat das alles im Hotel irgendwo sich zusammengeschrieben. Deswegen war es auch so gut wahrscheinlich, weil es richtig so romanmäßig geschrieben war. Und das war halt ein Riesenskandal. Und aus diesem Zeitungsskandal hat Michael Bulli-Herbig einen Film gemacht. Und ja, da gibt es im Trailer mehrere Szenen, wo dann so Fotos gemacht werden. Wo auch hier, ja, könnt ihr mal lächeln, hier, Cheese, sag mal Cheese und so. Deswegen könnte sein. Ich würde ihn auch echt gern sehen, 1000 Zeilen. Vielleicht ist mehr Wunsch als alles, wird wahrscheinlich dieser Billig-Horror werden. Okay, im Kino haben wir sonst nichts gesehen, deswegen kommen jetzt gleich erstmal die Charts und die Neustarts. Mal gucken, was da so vertreten ist. Kino, Charts und Neustarts.
Platz Nummer 5, DC League of Super Pets. Platz Nummer 4, Avatar von 2009. Die Wiederaufführung, haben sie nochmal nochmal ins Kino gebracht, den Pocahontas. Platz 3, den ich auch immer noch wärmstens empfehlen kann, also wenn ihr richtig geilen Film im Kino sehen wollt, zum Lachen, mit Action, mit allem Pipapo, Bullet Train anschauen. Platz Nummer 2, der Gesang der Flusskrebse. Das sieht erstaunlich gut aus. Ich guck mal, vielleicht gucke ich mir den doch mal an. Platz 1, ja, konnte man durchaus erwarten, weil da spielen zwei Top-Schauspieler mit, Julia Roberts und George Clooney, nämlich Ticket ins Paradies. Und das ist wieder so ein Film, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so Kolleginnen und Kollegen, weißt du, die ewig nicht ins Kino gehen, die kommen dann plötzlich an, hey, ich habe gehört, hier Julia Roberts und George Clooney, die haben jetzt einen Film, den will ich sehen. Das ist so ein Film, ja. Ist das. Ja, wo wirklich die Star-Power zieht, wo egal ist, was da für eine Story vielleicht, die wird wahrscheinlich auch gut sein, aber wo einfach die Star-Power schon zieht. Krass. Was läuft neu an? Gucken wir mal. Bin auf dem falschen. Die Schule der magischen Tiere Teil 2 läuft neu an. Bin auf dem falschen Tab hier, bei mir dauert es noch ein bisschen. Zweiter Film der beliebten Kinderbuchreihe der deutschen Schriftstellerin Margit Auer. Jetzt bin ich da, ja. Ja, ich denke mal, das wird auch ein ganz guter Erfolg werden, weil DC League of Super Pets jetzt nur noch Platz 5 und irgendwas, irgendein Film, wo die Kinder mit rein können, das passt dann schon. Dann, das wird aber nur einen sehr begrenzten Start bekommen, habe ich gehört, im Westen nichts Neues. Die Netflix-Produktion nach dem Buch von Erich Maria Remarque. Müssen das eigentlich die Schüler jetzt noch in der Schule lesen? Ich musste das im Gymnasium, nee, muss man das lesen. Warum eigentlich nicht? Das ist ein sehr gutes Buch. Wo wirklich es wechselt ja durch jedes Jahr. Ja. Also. Weil gerade in der jetzigen Zeit geht es halt wirklich darum, wie jemand erst mit Hurra in den Krieg zieht und dann feststellt, ach du meine Güte, was habe ich mich da eingelassen? Ja, das ist ja normal, ne? Dann läuft ein Smile, siehst du es auch, davon hatten wir es gerade schon, Horrorfilm, in dem eine Psychiaterin mit einer bösen Entität in Berührung kommt, die ihre Mitmenschen unheilvoll lächeln lassen. Ja, und dann ist es wie immer in solchen Horrorschinken, dass dann irgendwie, man hat irgendwie noch eine gewisse Anzahl Tage, wenn man infiziert ist und dann war es das oder so. Irgendwas war da im Trailer. Ja, dann läuft es auch noch an. 1000 Zeilen, den ich ja echt gern sehen würde. Und der hat auch hier schon 4 von 5 Sternen bei Kino.de von den Kritikern. Die Mediensatire von Michael Herbig über einen deutschen Presseskandal, der einen Star-Reporter der Lüge überführt. Und ja, spielt auch Elias Mbarek mit in einer ganz untypischen Rolle. Mit irgendwie langen Haaren und so. Und würde ich echt gern sehen. Vielleicht gucke ich die noch sogar. Dann läuft noch an Mutter. Anke Engelke in einem Mix aus Drama und Dokumentation über die Lebensweisen verschiedener Mütter. Dann auch wieder so ein Sneakfilm hier. Weinprobe für Anfänger, eine romantische französische Komödie über zwei Menschen fortgeschrittenen Alters, die sich bei gutem Wein näher kennenlernen. Also gibt es einen typischeren französischen Film als mit Wein, mit Wein, mit Liebe oder so. Fehlt nur noch der Käse. Und ich wage mal zu behaupten, wahrscheinlich ist einer von den beiden Personen noch irgendwie gebunden und verliebt sich dann und dann gibt es da noch ein bisschen Drama oder so. Dann wäre es so ein richtig typisch französischer Film. Okay. Es läuft noch an Das Böse im Wald, auch ein Horrorfilm, aber da fehlt mir jetzt gerade noch die Beschreibung. Das sieht aber, wenn man so das anschaut, hat es so ein bisschen ja mit einer Handkamera gedreht und sowas. Found Footage, oder? Ja. Ein Horrorfilmchen. Es läuft auch noch an, soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Von dem ägyptischen Regisseur Mohamed Shaki Hassan. Ein, würde man sagen, ein erotisches Drama. Blicke treffen sich, Nummern werden ausgetauscht, liebevolle Texte verschickt. Und dann ist es soweit, man trifft sich und eine Liebesgeschichte beginnt. Ein polyamoröser Chor von Ex-Liebhabern begleitet die Geschichte zwischen Männern, die einander gefunden haben. Und währenddessen gehen Liebende im Club Sherazad ein und aus, erzählen von Liebeskummer, Grinder-Dates, Erwartungen und Erfahrungen. Sie alle eint der Wunsch nach einem Happy End. Eieiei. Okay. Hat er bestimmt nicht in Ägypten gedreht, schätze ich mal. Sonst
Wer weiß. Da kommt noch was. Dramödie um eine ältere Dame, die eine zweite große Liebeschance in einer polnischen Putzhilfe sieht. Okay. Wir könnten genauso gut tot sein. Ein Drama aus trotz einer surrealistischen Endzeitstimmung fühlt sich der Eröffnungsfilm von Linda Söfkos letzter Perspektive deutsches Kino sehr heutig und wie ein satirischer Kommentar auf großstädtisches Leben an. Okay, das ist Arthouse, definitiv. Darf ich mal den nächsten noch machen? Weil da hatten wir nämlich auch nochmal extra Hinweis bekommen hier von dem Filmverleih. Es läuft nämlich auch nochmal an Reservoir Dogs in dieser Reihe Best of Kino. Und wer den nicht gesehen hat, das Erstlingswerk von Tarantino, was, also eigentlich, ich finde den immer noch mit den besten Tarantino-Filmen überhaupt, weil das ist irgendwie so, ja, die Essenz von Tarantino in seinem Erstlingswerk, weil alles andere, Pulp Fiction war eigentlich Reservoir Dogs nochmal auf die Spitze getrieben und comichaft überzeichnet und alles andere, was danach kam, ja, war eigentlich der Versuch, so ein bisschen da nochmal anzuknüpfen an diese riesigen Erfolge, die er da hatte. Hat natürlich auch, ja klar, Erfolg gehabt, das ist also Gemecker auf hohem Niveau, aber wirklich die Essenz von Tarantino steckt eigentlich in Reservoir Dogs. Da sind wirklich extrem gut geschriebenes Drehbuch, gute One-Liner drin, richtig gute Darsteller, die er damals rekrutiert hat, aus welchen, die eigentlich schon länger irgendwie keine richtig guten Rollen mehr hatten. Harvey Keitel ist dabei, Tim Roth ist dabei und wie sie alle heißen. Also wer den vielleicht noch nicht kennt oder nur irgendwie auf einem kleinen Heimkino mal gesehen hat, jetzt die Chance, den nochmal in der Reihe Best of Cinema zu sehen und einen, wie ich finde, besten Tarantino-Film überhaupt mal zu sehen. Und ja, mit einer extrem starken Szene, die damals dazu geführt hat, dass da bei der Premiere Leute rausgegangen sind. Und ja, ich will sie nicht spoilern. Soundtrack ist auch natürlich absolut genial und hat auch schon mal so die Zeichen gesetzt, wie Tarantino seine Soundtracks pickt. Ja, ihr kennt den ja bestimmt, ne? Euch brauche ich den ja nicht wärmstens empfehlen, ihr habt ihn gesehen. Aber alle anderen, die ihn noch nicht gesehen haben, es hören ja vielleicht auch ein paar Jüngere zu, Reservoir Dogs unbedingt nochmal anschauen, jetzt im Kino. Ab 18 Jahren, so jung dürft ihr nicht sein. Tai läuft noch an, ein Animations- und Zeichentrickfilm. Das sieht aus wie ein Kamel. Keine Alpaka? Keine Ahnung. Alpaka, Kamel Lama. Wahrscheinlich, ja. Hier ist der Lama, der ist der Lama, in between the little Lama. Also es geht um irgendwas in Mekka, also nehme ich mal an, es wird schon ein Kamel sein, ja. Okay, ja, irgendwie. Kinderanimationszeichentrickfilm. Ria ist ein Fohlen aus dem Stall von Ubay, einem der reichsten Männer der Stadt Mekka. Ja, erlebt sie eine böse Überraschung, sie erfährt, dass ihre Mutter verkauft wurde. Und sie will den Händler in Damaskus finden. Ach Gottchen, eieiei, traurig. Was haben wir denn noch? Der Bauer und sein, ach nee, das ist ein Dokumentarfilm. Dinner für 8. Ohne Beschreibung hier. Finde ich da was? Nee. Läuft das überhaupt an? Nee, wahrscheinlich Dinner nicht. Dinner für 8, doch, da habe ich gerade noch was gefunden. Dinner für 8 ist ein österreichischer Spielfilm von Bernhard Radka aus dem Jahr 2022. Sophie, ihr Freund Arian, ihre Freundin Lissy sowie deren Freund Georg und Markus kennen sich seit der Schulzeit. Gemeinsam mit Caro, der neuen Freundin von Markus, plant die Gruppe in Baden eine Dinnerparty. Okay, den Film schaue ich nicht. Nee. Pui. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer aus Baden. Spaß. Auch euch respektieren wir im Rahmen eurer Möglichkeiten. Danke. Nicht. Alles nicht. Nein, Spaß, alles. So, aber ein bisschen Beef muss schon sein hier. Das bringt die Würze rein. So, es läuft auch noch an My Best Friend's Exorcism. 1988 sind Abby und Gretchen die besten Freunde der Welt. Die beiden kennen sich seit der Kindheit. Als Gretchen als einzige zu Abbys IT-Themenparty kam, seitdem sind sie unzertrennlich. Als sie eines Abends beschließen, an einer Party teilzunehmen, auf der sie mit Drogen experimentieren, nimmt ihr Leben eine seltsame Wendung. Gretchen verschwindet für ein paar Stunden im Wald und als sie zurückkehrt, ist sie ein völlig anderes Mädchen, immer launisch und reizbar. Ach, das war sie vorher nicht. Ich dachte, das ist okay. Obwohl dies für viele ein normales Zeichen des Erwachsenwerdens ist, ist sich Abby sicher, dass ihr Ausflug in den Wald da etwas damit zu tun hat. Und ihre Neugier führt dazu, dass sie nachforscht und sie glaubt, dass ihre Freundin von einem Dämon besessen ist. Oh nein. Oh nein, sind das nicht alle pubertierenden Mädchen dann? Eieiei. Was haben wir denn noch im Angebot? Meierling ist ein Musikfilm. Also. Okay, dann war's das. Da ist ja schon einiges dabei hier. Man merkt, die Kino- oder die Filmverleiher trauen sich wieder, Filme ins Kino zu bringen.
Und nehme doch an, dass da jetzt doch keine Schließung mehr passiert. Ich hoffe auch nicht, dass das nochmal passiert, dass das nochmal schlimm wird. Hm. Jawohl, das waren dann so die Kinostarts der Woche. Mal gucken, was uns dann nächste Woche erwartet. Und dann begeben wir uns mal ins Heimkino. Und ja, da haben wir einiges gesehen. Heimkino. Kate hat zum Beispiel Black Box auch nochmal gesehen. Genau, du hattest den ja schon mal vorgestellt. Black Box, gefährliche Wahrheit. Ganz kurz nochmal, um was es geht. Ein junger Mann arbeitet als Analyst für eine Firma, die so Flugzeugabstürze und solche Sachen untersucht. Und nachdem ein Flugzeug abgestürzt ist von einem relativ neuen oder fast brandneuen Flugzeug, wird es genau untersucht. Und der das ursprünglich untersucht, den ganzen Fall, verschwindet plötzlich. Also kommt nicht mehr zur Arbeit, ist einfach weg. Und somit wird dann der junge Mathieu eingesetzt. Der hat ein extrem gutes Gehör und hört auf den Blackbox, Aufzeichnungen, hört er mehr als andere, sagen wir mal so. Und er versucht dann rauszufinden, was da los ist, und geht tatsächlich einer Art Verschwörung nach, die ihn auch ins Fadenkreuz der Verschwörer bringt. Ist ein französischer Film. Ich fand ihn grundsätzlich gut gemacht. Allerdings, dafür, dass es so ein Mystery-Thriller sein sollte, war er mir deutlich zu langweilig. Also es war... Er hätte ruhig ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen können. Es hätte ein bisschen... Die ganze Situation um ihn hätte ruhig gern ein bisschen bedrohlicher sein sollen. Dafür, dass da wirklich... eventuell was dahinter steckt, oder ob das nur seiner Fantasie entspringt, egal ob es jetzt das eine oder das andere ist, was ich natürlich nicht verrate, es hätte doch durchaus spannender, finde ich, erzählt werden können. Es hat mich ehrlich gesagt gelangweilt. Ich habe den Film auch nur zu Ende geguckt, um ihn zu Ende zu gucken, weil ich es nicht mag, einen Film anzufangen, über den ich dann hier sprechen möchte, aber ihn nicht bis zu Ende zu gucken. Das ist nicht so cool, finde ich. Deswegen, ich habe mich quasi gezwungen, ihn zu Ende zu gucken. Und er wird halt auch nach hinten raus kurz mal einen Ticken spannender und dann wieder nicht mehr. Und da hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich weiß gar nicht mehr, Erik, weißt du, was du damals noch gewertet hast? Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also wissen tue ich das nicht mehr. Aber man kann ja auf der Webseite kinocast.net, könnt ihr rechts oben, da gibt es so eine kleine Lupe, da kann man dann die Suchmaske, da habe ich das Titel. Ich habe 7,5 gegeben, weil mir haben die Darsteller sehr gut gefallen. Ich habe das nicht so als Mystery begriffen. Ich habe das eher so als Ermittlungs-Drama, wie ist das passiert und so begriffen. Ich fand die Inszenierung sehr, sehr gut. Die Darsteller fand ich gut. Von denen werden wir bestimmt auch noch einiges sehen in französischen Filmen. Das glaube ich aber auch. Mir kamen die alle relativ neu vor. Also da war jetzt keiner dabei, wo mir jetzt dermaßen aufgefallen wäre, so, oh, den habe ich schon zigmal gesehen oder so. Das fand ich gut, dass man da wirklich komplett eine neue Riege da genommen hat. Und da waren ja wirklich einige dabei. Und ja, von der Inszenierung her fand ich es gut, wenn ich mich recht erinnere. Und ja. Wie gesagt, ich fand den Film auch gut gemacht. Die Schauspieler waren, wie du schon gesagt hast, neue Gesichter, die man jetzt nicht so oft gesehen hat, und auch gut geschauspielert. Aber das hat für mich persönlich jetzt halt das nicht rausgerissen, dass ich jetzt den Film besser bewerte. Weil er einfach zu lang war. Also ich muss sagen, der Film geht über 2 Stunden, also 2 Stunden 9. Und ich habe ihn in 3 Etappen geguckt, weil ich ihn so öde fand. wenn es darum geht, eventuell eine Verschwörung aufzudecken, bei der ein Flugzeugabsturz dahinter steckt und das Ganze dann so vertuscht werden soll, erwarte ich einfach ein bisschen mehr Spannung. Und vor allem, wenn dann so eine einzelne Person versucht, dem Ganzen nachzugehen und vielleicht bedroht wird oder sein Vorgänger verschwindet, da muss einfach ein bisschen mehr Spannung rein für meine Wünsche. Ja, so, ist ja eine Einzelmeinung. Ich fand ihn schauspielerisch, wie gesagt, okay, Setting cool, Story an sich, also vom Grundthema her gut, aber Ausführung, Drehbuch,
Ja, nicht so geil. Deswegen gebe ich ihm tatsächlich auch nur 3 Punkte. Ja. Ui. Ja. Das ist halt dann so Geschmackssache. Ja, genau. Genau, ist halt. Okay, jetzt, liebe Hörer, da müsst ihr euch selber ein Bild machen von diesem Film. Und den gibt's auf Sky, glaube ich, läuft der aktuell. Genau, momentan. Richtig. Genau. Ich hatte mir den ausgeliehen gehabt damals, auf Amazon Prime gab's den. Deswegen, weil der mich irgendwie interessiert hatte und war nichts anderes, alles schon weggeguckt gehabt irgendwie. Okay. Samaritan habe ich geschaut. Den es auch auf Amazon Prime gibt gerade. Ich weiß gar nicht, ob das eine Amazon Prime. Nee, es war eigentlich eine Balboa-Produktion, stand, glaube ich, am Anfang da. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich hat Sylvester Stallone da selber ein bisschen mit produziert. Samaritan ist ein im weitesten Sinne ein Superheldenfilm. Es wird am Anfang so kurz erklärt. Also ich muss sagen, der Film hatte mich schon relativ schnell in seinen Bann gezogen, nämlich bei dem Vorspann. Der Vorspann wird in so comichaften Szenen erklärt, da so ein bisschen die Vorgeschichte von dem Samaritan und Nemesis, die irgendwie mal im Clinch lagen und sich da bekämpft haben. Und einer war halt der Gute und einer war der Böse, wie es halt immer so ist. Und der gute Samariter dann, halt. Ne? Dann gab es halt so einen großen Kampf und da wurde eben der Böse vernichtet und der Samaritan, der Gute, ist aber seitdem unauffindbar. Also da weiß keiner mehr, wo ist der jetzt abgeblieben und so ein, oder die Jungs da in dem Viertel, das wirkt alles so ein bisschen, ja, wie so The Bronx oder sowas, das ist jetzt keine gute Ecke. Die ganze Stadt heißt Granite City und das ist so eine, ja, Stadt, die es natürlich jetzt nicht wirklich gibt oder so, aber das hat halt so ein Flair von irgendwie, ja, düsteren Ecken von irgendwelchen, wie bei Batman oder so, da sieht ja auch alles ein bisschen dreckig aus oder irgendwo so in diesem Gotham City. Ja, in Gotham City sieht ja auch alles so ungefähr ist das. Ich weiß gar nicht, ob das auf einem realen Comic basiert, das Ganze. Vielleicht wisst ihr da mehr, ich wusste es nicht. Jedenfalls wird da halt so dieses Setting geschaffen und in diesem Setting lebt halt ein kleiner Junge mit seiner Mutter, die strugglen halt so ums Überleben und müssen halt immer sehen, dass sie die Miete zusammenbekommen. Sie schenkt auch schon ein paar Mal dran, irgendwie mit Zwangsräumung, weil sie nicht rechtzeitig ihre Miete bezahlt und ja, der kleine Junge, ja, der zusammen mit seinem Kumpel gehen die ab und zu mal auf den Schrottplatz und holen halt irgendwelches Kupfer, was sie dann verticken, damit sie wenigstens ein bisschen Geld haben. Und eines Tages ist da so eine dubiose Bande, die brauchen so einen kleinen Jungen, dass der mal so eine Ablenkung startet in so einem Laden, damit sie den ausräumen können. Und dafür bekommt er halt dann auch noch ein bisschen mehr Geld für diesen Job und rutscht da halt so ein bisschen rein in diese, auf diese schiefe Bahn. Und sein Nachbar oder einer der Nachbarn im Nachbarhaus, das ist Sylvester Stallone, der beobachtet ihn immer mal so ein bisschen, rennt immer so rum mit so einem Kapuzen-Shirt und ja, durchsucht auch immer so ein bisschen die Mülltonnen, ob er irgendwas findet, irgendwelche technischen Geräte, die er dann wieder fit macht und dann irgendwo verkauft. Und er lebt halt auch so ein bisschen sein Leben vor sich hin. Und man nimmt schon an, dass so ein bisschen mehr hinter Sylvester Stallone stecken wird, sonst würde der dann nicht so einfach nur so rumhängen. Und der kleine Junge ist totaler Fan von diesen Comics, von diesen Superhelden-Comics und er glaubt halt auch schon, er hat eine riesen Liste, er hat wirklich wie so ein, wenn jemand so ein Ermittler ist, in irgendwelchen Kriminalfällen, hat so eine riesen Wand, wo er so Hinweise und so weiter hat, schon in diversen Personen hat er schon diesen Samariter, der verschwunden ist, entdeckt und glaubt da, was ist. Ich glaube ja, dass es Sylvester Stallone ist, um das jetzt mal kurz zu droppen. Glaubt, also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so ein Gefühl. Ja, schau dir mal den Film an. Jedenfalls, er hat da so einen riesen Wand mit diesen roten Fäden, was man da immer so macht, mit Hinweisen und so, hat er schon, was weiß ich, in dem Hausmeister seiner Schule den Samariter entdeckt und auch in diversen anderen. Ja, und dadurch, dass er dann auch auf diese schiefe Bahn rutscht, kommt es natürlich dann auch mal zu Begegnungen und ich will mal nicht zu viel verraten. Der Anfang hat mich echt in Beschlag genommen, fand ich richtig gut und wie es einen so reingezogen hat, die ganze Story und Stimmung. Was mir dann nicht gefallen hat, war so dieses ganze Kinderding, der dann so mit Sylvester Stallone sich dann so anfreundet und leider muss ich sagen, Sylvester Stallone ist immer noch eine coole Socke, aber der ist halt nicht mehr so der Typ, der so zu Judge Dredd Zeiten gewesen ist. Ich hätte mir gewünscht, er hätte damals diesen Film gedreht, wo er halt wirklich noch voll im Saft war und wo man es ihm so richtig abgekauft hätte.
Ach, jetzt wirkt es halt wirklich ein bisschen, irgendwie ein bisschen weird so manchmal. Aber er kann halt immer noch ganz schön austeilen, aber man sieht halt auch, manches ist halt doch ein bisschen Effekt und so. Ja, auf jeden Fall sollte man den Film sich schon mal angucken. Ich meine, es gibt es kostenlos auf Amazon Prime und ist jetzt nicht aus einer der vielen Superhelden-Reihen irgendwo DC oder Marvel oder was es nicht alles gibt, sondern irgendwie so sein ganz eigenes Ding, findet so seine ganz eigene Sprache, hat so eine ganz andere Richtung als das, was man so kennt und ja, ist von MGM produziert, die da auch mal wahrscheinlich ein bisschen was machen wollen. Und ich möchte jetzt keine hundertprozentige Empfehlung aussprechen, aber wer gern so Superhelden-Sachen sieht, der ist ja sicherlich nicht schlecht beraten, sich den mal anzuschauen. Von mir gibt es auf jeden Fall 6 Punkte. Ich mochte das. Da gibt es am Ende noch so ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht vorher gesehen habe. Und das mochte ich auch. Und deswegen dieses ganze, ja, dieses Kinderding, was sich da mit diesem alten Grumpy-Typen anfreundet und ihn dann so ein bisschen auftaut und so, das fand ich ein bisschen, ja, das mittendrin, aber ja. Deswegen, von mir 6 Punkte, vielleicht guckt ihr ja mal rein. Kannst du gleich weitermachen mit dem nächsten Superheldenfilm, der in einem düsteren Universum spielt. The Batman. Batman. Robert Pattinson als The Batman. Ich habe ihn jetzt nachgeholt, diesen 3-Stunden-Schlag-mich-tot-Film. Du hattest ihn auch schon mal vorgestellt. Du warst ja damals im Kino, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. Und fandest ihn relativ gut. Ja, ich sag mal, ja, es ist okay. Es ist sehr, sehr duster. Ich habe angefangen, ihn zu schauen. Da war es hell draußen. Da habe ich nichts erkannt. Da habe ich drauf gewartet, dass es dunkler wird. Ja, im Endeffekt. Ich fand den Riddler ganz cool. Ich fand Robert Pattinson besser als Batman, als Vampir. Und ab jetzt merkst du, wird es schon dünn. Also es war okay, es war jetzt nicht... Mochtest du nicht die Stimmung des Films, den Soundtrack, ja, und alles? Boah, das war doch der Hammer. Ja, Soundtrack war cool, die Stimmung, dieses Düstere war auch cool. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat mir gefehlt. Kennst du das, wenn du so sagst, ja, ist alles an sich, Einzelteile sind ganz cool, aber irgendwas fehlt und so ging es mir leider in The Batman. Also irgendwas hat mir gefehlt, aber trotzdem ein Film, den man gucken kann. Aber 3 Stunden ist einfach zu lang. Also 3 Stunden hältst du eigentlich heutzutage keinen mehr im Kino oder vorm Fernseher fest. Da muss es schon richtig brutal gut sein, dass die Zeit nur so verfliegt und du es gar nicht wirklich mitkriegst. Und das war leider nicht so der Fall. Ich muss nochmal nachbessern, weil du hast recht, Stimmung und so. Ich gebe ihm 6,5 von 10 Punkten. Okay, The Batman. Ich glaube, was hattest du, 7 oder so bestimmt? 8,5 hatte ich. 8,5, ja, okay. Weil mich hat er echt gerockt. Weil ich sag mal so, wenn du im Kino sitzt, da ist es halt dunkel, ist die Stimmung halt auch ganz anders. Ja, natürlich, ist der Sound und alles da. Also Kino kann da halt auch noch so schönes Heimkino nicht ersetzen. Und ich mochte das. Spreche ich nicht. Der Song von Nirvana, der da zweimal kommt und so. Das war genauso meins. Also das... ich war voll drin irgendwie. Ja. Okay, mal gucken, was Kay zu Dear Evan Hansen sagt. Evan. Okay. Ich habe es vorhin zweimal verschieden. Du hast jedes Mal nämlich nicht korrigiert, deswegen wusste ich nicht, was jetzt richtig ist. Jetzt habe ich es nochmal wie die erste Variante gesagt. Also, Dear Evan Hansen ist ein Film, den ich schon lange sehen wollte und ich jetzt lange gewartet habe, dass ich ihn auf Sky schauen kann. Ist eine Verfilmung eines Tony und Grammy Award ausgezeichneten Musicals, also ursprünglich Musical, jetzt Film, über den Schüler Evan Hansen. Und Evan Hansen ist schwierig. Der leidet an sozialer Angststörung, an Phobien und ist Highschool-Schüler. Und das ist halt echt scheiße, wenn du mit solchen Ängsten durch die Schule laufen musst. Dementsprechend ist er natürlich auch ein Außenseiter. Und jeder Tag ist für ihn so ein Kampf. Und eines Tages er ist auch in Therapie und sein Therapeut gibt ihm die Aufgabe, sich selbst Briefe zu schreiben. Und zwar positive. Also so, man soll sich selber schreiben, Dear Evan Hansen, der Tag heute wird gut, weil, oder der Tag heute wird besonders, weil. Und das versucht er halt.
Und das versucht er den ganzen Tag über zu schreiben. Und bis er dann irgendwann mal was geschrieben hat, was nicht unbedingt der Aufgabe entspricht, sondern einfach mal der Wahrheit entspricht. Und er druckt es aus in der Schule, weil er hat in der Freistunde, schreibt er das, weil er nachmittags den Termin bei seinem Therapeuten hätte, und druckt es aus und will dann zum Drucker laufen und wird unterbrochen von Connor. Connor ist ebenfalls ein Außenseiter, eher so von der düsteren und ich nehme Drogen Außenseiterschiene, und der klaut ihm diesen Brief auf dem Drucker. Und Evan hat natürlich dann extreme Angst, dass er den veröffentlicht, Social Media oder irgendwelche Varianten, dass sie ihn einfach ärgern will und runterziehen will und das veröffentlicht. Allerdings passiert tagelang nichts. Andererseits ist es halt auch so, dass tagelang Connor nicht zur Schule kommt. Und kurze Zeit später sind die Eltern von Connor an der Schule und wollen Evan sprechen, denn sie haben in der Brieftasche ihres Sohnes diesen Brief gefunden und denken, dass ihr Sohn den an Evan geschrieben hat als seine allerletzten Worte, denn Connor hat Selbstmord begangen. Und ein Junge mit Sozialphobie, der da sitzt und mit sowas von konfrontiert wird, stottert nur rum und will eigentlich erklären, aber die Eltern von Connor lassen ihn gar nicht so wirklich zu Sprache kommen, geschweige denn, dass er es auch irgendwie gar nicht hinkriegt, weil er einfach so geplättet ist von dieser Situation und eigentlich nur noch weg will, sodass er irgendwie bei dieser Geschichte bleibt. Und dann verstrickt er sich in diese Erzählungen, dass Connor und Evan Freunde waren und es halt einfach niemand wusste. Und er merkt dann relativ schnell, dass, selbst wenn es fiktive Geschichten sind, die er über seine Freundschaft mit Connor erzählt, den Eltern oder generell der Familie gut tun. Und so rutscht er immer mehr in diese Geschichte rein. Und wie soll es auch anders sein? Natürlich kriegen dann die anderen Schüler das mit. Schüler, die Connor eigentlich immer gemobbt haben, sind dann plötzlich total betroffen davon, dass er gestorben ist. Und es gibt dann irgendwie so eine Stiftung, von Schülern werden so eine Art Stiftung ins Leben gerufen. Und Evan soll dann da mitmachen, als sein bester Freund soll er so die Stimme dafür werden. Und eigentlich will er das gar nicht, aber er hängt halt mitten in dieser Problematik fest. Und das ist alles nicht ganz so einfach. Und wie kann es auch anders sein? Es kommt natürlich raus, dass er gelogen hat und dass der Brief nicht von Connor war. Und wie es dann am Ende ausgeht, sage ich natürlich nicht. Also die Story ist problematisch, die Geschichte ist dramatisch und die Schauspieler sind top. Das muss man sagen. Also schauspielerisch top. Der Film ist extrem gut dafür, dass es so ein hartes Thema ist. Mein einziges Problem ist, das hätte auch ohne das Gesinge auskommen können. Also man muss ihn auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil das deutsche Gesinge ist grausam. Die Texte sind einfach nur blöd, die sind nicht harmonisch, das passt gar nicht. Also auf jeden Fall auf Englisch gucken. Die Songs sind schon schön, gar keine Frage, und sie passen auch in die Emotionen und in den Moment hinein. Aber es wäre nicht nötig gewesen. Aber da es ja aufgrund des Musicals beruht, habe ich gesagt, okay, gucke ich mir an. Es ist ein Musicalfilm, aber es ist halt ein dramatischer Musicalfilm. Ja? Und ich glaube, dass der noch besser angekommen wäre aufgrund der Thematik und der Dramatik ohne das Singen. Aber ich kann, wie gesagt, verstehen, warum man es mit reingemacht hat, weil es auf einem Musical beruht. Ich kann den Film empfehlen, man kann ihn gucken, man sollte ihn vielleicht auch gucken, allein wegen der Thematik. Und auch, wie Evan dann immer mehr versucht, seine Angststörung zu überwinden und tatsächlich das ganze Thema ihm auch dabei hilft, selbstbewusster zu werden. Aber wer halt Musical-Filme nicht mag, wird nicht glücklich. Erik ist raus. Ja, ich bin da. Bin also, da raus. Songwriter ist von, der Song, also der die Songs geschrieben hat, ist von La La Land zum Beispiel und The Greatest Showman hat der auch Songs geschrieben. Ja, La La Land. Also, die Songs sind gut. Ja,
Die Songs sind gut, aber es muss halt nicht. Und Ey. der Vorteil ist, es wird auch nicht die ganze Zeit gesungen. Es wird nur immer wieder gesungen. Immer mal wieder. Okay. Deswegen, ja. Ist total krass. Schwierig. Ich fand den Film wirklich gut. Also ich bewerte ihn auch mit 6,5 Punkten, weil es gibt einfach Abzug für dieses Gesinge. Das hat nicht unbedingt sein müssen. Ich glaube, der wär besser gewesen ohne, aber ja, ist halt so. Na gut, okay. Ich lasse meine letzten zwei Filme, die schiebe ich mal fürs nächste Mal. Gunpowder Milkshake und The Contractor. Und ich habe eine News oder mehrere News. News. Eine ganz aktuelle. Bei mir läuft hier nebenbei Fernsehen ohne Ton, ARD, Berlin-Marathon. Eliud Kipchoge hat gerade den Weltrekord für den Marathon geschafft. Also Wow. seinen eigenen Rekord verbessert. 201 Wer? 19. Eliud Kipchoge, der beste Langstreckenläufer der Welt, den es gerade Okay. gibt. Grüße gehen raus. Der hat gerade seinen eigenen Rekord verbessert. Also 2 Stunden, 1 Minute und 19 Sekunden. Der lässt sich gerade feiern. Was ja das Krasse ist, also nur mal so zum Vergleich, meine beste Zeit für einen Halbmarathon sind 2 Stunden 15. Ja, der ist einfach mal die doppelte Strecke noch mal schneller gelaufen. Aber gut, ich bin auch kein Maß, ich bin kein Sportler. Ich glaube, der ist ein bisschen besser wie du, Erik. Der ist wesentlich, also 201,19. Das ist sowas von krass. Wahnsinn. Okay, also das war die eine News. Das ist jetzt gerade eben, während wir aufnehmen. Jetzt läuft er gerade mit seiner Fahne durch die Gegend. Das zweite ist, ich bekomme ja immer diverse Meldungen oder Nachrichten hier, E-Mails von den Filmverleihern und so. Und ein was war dabei, das hat doch mal meine Aufmerksamkeit ein bisschen tiefer reingezogen. Und zwar gibt es jetzt offensichtlich einen Versuch, diese Altersfreigabenthemen zu ändern. Also es gibt ja momentan eine Altersfreigabe. Das heißt, wenn jetzt ein Film zum Beispiel ab 16 Jahren ins Kino kommt oder so, dann hat er auch im Streaming, ist der ab 16 und so weiter. Und es gibt ja diverse Verwertungsformen bis hin zum Fernsehen, bis hin zu, ja, was weiß ich nicht alles, online ausleihen und so. Und das sollte jetzt offensichtlich nach dem Bestreben von den großen Streaming-Anbietern ein bisschen ausgehebelt werden, weil die natürlich, ja, zum Beispiel, wenn ein Film jetzt in den USA FSK 18 ist oder FSK 12 ist, dann ist der vielleicht in Deutschland FSK 18, weil die auf andere Sachen Wert legen und so weiter. Und die wollten das alles ein bisschen aufweichen, sodass es dazu führen könnte, es ist jetzt alles noch nicht durch, dass es unterschiedliche Jugendschutzfreigaben gibt. Zum Beispiel, ein und derselbe Film hat vielleicht bei uns im Kino eine FSK 12 oder umgekehrt hat dort eine FSK 16 und dann im Streaming eine FSK 12 oder sogar noch weniger, weil da irgendwie Netflix dahinter steckt oder irgendwas. Und da Okay. gibt es jetzt diverse, ja, diverse Gesellschaften, die sich da zusammenschließen. Zum Beispiel die Allianz Deutscher Produzenten, der Bundesverband Audiovisuelle Medien, Deutsche Filmakademie, Deutscher Kinderschutzbund. Die sagen halt, nee, das muss so bleiben, dass wenn der Film einmal eingestuft ist von der offiziellen FSK, dass der nicht dann in anderen Plattformen dann mit anderen FSK-Freigaben, weil das natürlich auch für die Eltern dann auch unheimlich schwierig wird, also du liest irgendwo, du googelst dir was hat der Film für eine FSK-Freigabe, und dann findest du drei verschiedene Angaben. Was weiß ich, im Kino hat er 18 gehabt, dann irgendwann ist er auf DVD rausgekommen, da hat er 16 gehabt und im Netflix läuft er ab 12. Ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich das meinem Kind zeigen? Ne? Das geht nicht. Deswegen, also ich bin auch sehr dafür, dass das ja durchgehend bleibt, die Freigabe, dass eine FSK-Freigabe pro Film, also der Claim von dieser Mitteilung ist auch, damit Jugendschutz verlässlich bleibt, und das macht auch total Sinn. Ich meine, man kann zum Thema Jugendschutz stehen, wie man will. Früher hatten wir das alle ja immer gehasst, wenn da Sachen ab 18 waren, aber da wurden sie halt manchmal interessanter. Lieber Aber Videofreund. ja, genau. Aber es macht halt Sinn, dass das wenigstens durchgehend bleibt, wenn ein Film einmal eingestuft ist. Und momentan sind ja eh die ganzen FSK-Freigaben etwas laxer, weil sich natürlich auch der Zeitgeist geändert hat. Deswegen. Aber es muss wenigstens gleich bleiben, das stimmt schon. Deswegen hoffe ich mal, dass die Petition dann auch Erfolg hat. Okay, das war die zweite News. Und jetzt gucken wir doch mal in die Serien. Da gibt es natürlich eine große Serie, die alles ein bisschen überstrahlt gerade. Serien. Die habe ich gleich mal an den Anfang gepackt von unserem Blog hier, nämlich Andor oder Andor. Und damit wir jetzt frei sprechen können und alle, die es noch nicht geschaut haben, die sollten jetzt gleich mal weghören. Deswegen packe ich jetzt gleich mal die Spoilerwarnung vorne dran. Achtung, Spoilerwarnung.
So, Andor. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle drei Folgen geschaut, weil als wir letztens in unsere Gruppe geschrieben haben, da waren noch nicht alle auf dem aktuellen Stand. Und doch, wir sind auf dem aktuellen gleichen Stand. Könnt ihr meine Meinung teilen, dass die dritte Folge das eigentlich erst richtig gerockt hat, das ganze Thema? Ja. Oder so, ja. Ich sage ja. Weil das war irgendwie krass. Ne? So, normalerweise kommt ja dann so eine Folge, wenn das wöchentlich erscheint. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass sie die ersten drei Folgen auf einmal rausgehauen haben. Und als ich die ersten zwei Folgen geschaut habe, dachte ich so, naja, ist ganz okay, interessiert mich, die Stimmung gefällt mir. Und dann habe ich die dritte Folge geschaut und dann hat es mich wirklich umgehauen. Und deswegen, da habe ich dann mit einmal verstanden, okay, darum haben die wirklich alle drei Folgen gelauncht, weil ansonsten verstehst du ja eigentlich gar nicht, wohin die Reise geht und es catcht dich noch nicht so richtig. Ne? Also ich glaube, die haben da so Testvorführungen gemacht. Aber erstmal von Anfang an, worum geht's denn? Also wir sehen eigentlich mehrere Parallele oder, ja, wir können es ja jetzt hier im Spoiler-Talk sagen, es sind eigentlich keine parallelen Handlungsstränge. Am Anfang glaubt man, es sind parallele Handlungsstränge. Einmal, dass irgendwelche Kinder so Art Herr der Fliegen-mäßig auf so einem Planeten leben, wo irgendwelche Tagebaugruben sind und wo irgendwelche automatisierten Raketen fliegen und eine Rakete stürzt ab und die leben so unter, ja, so quasi fast schon wie irgendwelche Urwaldvölker, die so zurückgezogen sind, also nur mit Blasrohren und irgendwie sprechen eine seltsame Sprache, die auch für sie auch keine Untertitel gibt. Man versteht aber schon so ein bisschen, was die sagen, ja, aus irgendwelchen Gründen, also durch die Handlung, durch die Gestik und Mimik und so. Und die andere Parallelgeschichte ist ja, dass Andor, den wir kennen aus Rogue One, der eben auf diesem Planeten lebt und sich so ein bisschen durchschlägt, so als Kleinkrimineller hier mal was macht und da mal was transportiert und da mal irgendwie so ein bisschen sagen. Er ist aber noch lange nicht der, den wir in Rogue One kennen. Und ja, in dieses Setting werden wir so reingeschmissen. Ne? Was gibt es denn jetzt noch so Wichtiges zu sagen? Was würdet ihr noch so mit erwähnen? Dass halt in den ersten beiden Folgen quasi das Gerüst gebaut wird. Ja. Für die Background von Cash in Andor, was ich echt gar nicht so schlecht fand. Und dann in der dritten halt wirklich ganz deutlich die Richtung vorgegeben wird, wohin sich die Serie bewegen möchte. Wie so ein Startschuss einfach. Und es wird einfach der Background erzählt von einer Person, von einem Charakter, der genau bislang einen Auftritt hatte in einem Film. Und wenn man den Film gesehen hat, wo man dann auch weiß, was am Ende passiert mit der Person. Und deswegen finde ich es super, super interessant und super spannend, wie sich das alles noch entwickeln wird und was da noch passieren wird. Also ich fand's ganz cool. Ich mag das Setting, ich mag die Stimmung und ich mag es, dass nicht ständig gerade Jedis rumhüpfen und ich mag es, dass nicht irgendwelche Senatoren rumhüpfen. Ja, es wird quasi die Zeit gezeigt, bevor das Imperium so richtig Durchgriff hatte auf das gesamte Universum. Die haben schon ganz schön Macht und Einfluss. Ja. Aber gerade so in diesen Außengebieten, ja, im Outer Rim war aber schon immer ein Problem. Also. Ja. Da, wo die auch herkommen jetzt und wenn sie da Leute entsenden, da werden die halt nicht so gerne gerne gesehen. Und wie halt aber auch immer. Also das muss man auch wieder sagen. Ist ja wirklich immer so. Und wie gesagt, ich mag diese Atmosphäre ganz arg. Und ich mag auch den Charakter, weil du weißt, es ist eine Geschichte, die ist zum Teil von Erfolg gekrönt. Und du weißt aber auch, da wird nicht arg viel mehr von ihm kommen. Und das ist ja, es ist so ähnlich wie bei Obi-Wan, wo du auch wusstest, okay, das und das und das wird später noch passieren, aber was passiert jetzt in diesem Abschnitt? Und das sind einfach diese Episoden, die da erzählt werden. Es ist nicht irgendwas mit, hey, wir hauen jetzt hier den komplett neuen Charakter rein, und dann schauen wir mal, was mit dem so passiert, sondern es ist einfach zu wissen, okay, das, wie heißt es so schön, das wird kein gutes Ende nehmen,
Finde ich super spannend und macht dann auch wirklich Spaß zum Schauen. Was mir zum Beispiel gefallen hat, ist einfach, dass diese ganze Stimmung dich sofort wieder in diesen Star Wars Kosmos reinzieht. Und das ganz ohne Jedi, ohne Lichtschwerter, ohne die Macht, sondern einfach du siehst, wie er da durch diesen Ort läuft und du bist einfach wieder in dieser Welt. Und das zeigt einfach, dass Star Wars mehr ist als die Lichtschwerter und die Jedis und so. Das Set-Design, sondern dass da Hammer. Noch ganz viel drumrum ist. Und das macht Andor extrem gut. Ich finde auch schön, wie das alles so ein bisschen, ja, so dreckig und noch nicht ganz so perfekt. Also dann ja, aber das ist ja Star Wars schon immer so ein bisschen, dieses dreckige Universum. Ja, also. Nee, eigentlich nicht. Also überleg mal die Filme. Ja, nein, also wenn du jetzt hier mal Naboo und so anguckst, das ist nicht so. Aber wenn du halt auf die Wüstenplanete gehst, irgendwie, da ist es schon immer so. Und ich finde auch, The Mandalorian war immer ein Tick dreckig. Ja, das sind aber jetzt so die neueren Serien und so. Ja klar, da haben sie ein bisschen mehr. Aber wenn du mal den, was weiß ich, Episode 4 anguckst, wie die gelackten Raumschiffe und sowas, okay, du hast dann mal so. Und die weißen Klamotten, die nie dreckig werden. Was weiß ich, der glänzende C3PO, der sich durch, also, ja. Ich meine jetzt hier diesen Droiden oder so, der wirklich so aussieht wie auf dem Schrottplatz geholt, aber trotzdem irgendwie so total süß ist und alles. Und den jetzt mal so vergleichst mit den moderneren Droiden, die es da so gibt. Ja. Das ist alles so herrlich, so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen wie Steampunk im Star Wars-Universum an. So alles so ein bisschen vorsintflutlich, noch nicht ganz so die moderne Technik da, ne? Aber trotzdem hat alles irgendwie funktioniert und mit dem Schrott. Ach ja, genau, haben wir ganz vergessen. Also der unser Cashin Endor, der hat auch immer irgendwelche Schrottsachen, die er verkaufen will. Und eines Tages hat er so ein ganz besonderes Teil. Habe ich mir den Namen nicht gemerkt, was das für war. Irgend so ein MacGuffin, so ein Cube, den er da hat, wo irgendwie nichts geortet werden kann. Wahrscheinlich irgendein Bauteil für ein Raumschiff oder so. Und das will er zu Geld machen, damit er fliehen kann. Weil er hat auch aus Versehen, kann man sagen, jemanden umgebracht und ist jetzt so ein bisschen auf der Flucht. Und, aus Versehen. Ja, den einen aus Versehen, den anderen nicht ganz so aus Versehen. Ja, den einen aus Versehen und der andere musste dann halt auch. Weil genau. Zeuge. Ja. Und deswegen braucht er jetzt ein bisschen Geld und da wird ein so ein Schwarzhändler rangeholt, gespielt von Stellan Skarsgård. Oh, war total cool, auch wie sie das aufgebaut haben, die Szene, erst nur von hinten gesehen und so. Und der kommt dann halt auf den Planeten eigentlich ein bisschen vor seiner Zeit. Normalerweise hat er immer später seinen Termin, wo er dann so die Sachen abholt. Und das fand ich auch so cool, wie er da so quasi auf dem Park-and-Ride-Parkplatz erstmal sein Raumschiff parken muss und dann mit der Bahn reinfahren muss und so. Das war so cool. Und diese alte, abgefuckte Bahn, die da so sah aus wie so eine Berliner S-Bahn, aber halt fliegend irgendwie so richtig mit diesem dunkel-orangen Streifen da irgendwie. Ey, so herrlich, ne? Und dann irgendwelche, wie es halt immer so eine Bahn ist, ne? Wenn du deine Ruhe haben willst, kommt irgend so eine Laberbacke und kaut dir das Ohr ab. Ne? Genau so war es hier auch. Herrlich, ey. Da waren so viele coole Szenen drin und ja, auch wie die sich dann treffen und ja, das war ein bisschen unkoordiniert, diese Übergabe und alles. Aber aber die dritte Folge, die hat mich dann so, weil da hat man es ja dann verstanden, dass er eigentlich das Kind war, was in dieses Raumschiff rein ist, wo er dann von diesen Lootern da, nenne ich es jetzt mal, ja, gefangen genommen oder nicht gefangen, mitgenommen wird, weil er sonst eben umgebracht worden wäre von den anderen und dann dort aufgewachsen ist. Und deswegen stammt er ja von diesem Planeten, wo sie ja die ganze Zeit überlegt haben, ja, kann da jemand herkommen? Weil da gibt es ja eigentlich niemanden mehr. Sehr schön. Auch so die eine Szene mit diesem riesigen Schrottplatz, wo sein Kumpel arbeitet. Chris, das kam ja irgendwie aus diesem einen Game bekannt vor. Kann das sein? Ist das dasselbe? Aus Fallen Order. Nee, weil das spielt ja auch wieder zu anderen Zeiten, mehr oder weniger. Also, sah schon. Aber war. Also wie gesagt, das ist auch wieder genau dieses Ding. Man pappt einfach ganz arg viele Sachen, die ähnlich aussehen, die auch passen, dann wieder zusammen und hat so ein bisschen diese Atmosphäre eingefangen von Mandalorian, diese nicht ganz so aalglatte immer alles. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also ich denke, wir werden noch den ein oder anderen bekannteren Charakter wahrscheinlich treffen. Also bin ich mir relativ sicher. Aber
nicht so. An wen denkst du da so? Das wäre dann richtig Spoiler. Ich habe nämlich auch was gelesen, deswegen wollte ich es jetzt so ein bisschen umreißen. Nee, okay. Nee, bitte nicht sagen. Das machen wir jetzt lieber nicht. Aber wie gesagt, ich denke, man kann sich drauf freuen und ich denke, es wird auch nochmal so Effekte geben, wo man dann weiß, alrighty, das hängt dann doch größer zusammen. Und was mir halt auch gut gefällt, einfach beim Titelscreen von Andor, ist einfach schon, dass oben das Zeichen der Rebellion dabei ist. Ja, auch sehr schön. Also ich mag das sehr, da hatte ich ja schon spekuliert gehabt, bevor wir das gesehen haben, dass es wahrscheinlich richtig gut wird, weil du mit diesen Figuren, die eigentlich nur so in Anführungszeichen Randfiguren sind, jetzt keine von den zentralen Figuren, dass du mit denen halt echt viel machen kannst. Du kannst ihnen halt wirklich eine komplett eigene Geschichte andichten und das einfach richtig gut machen. Und das wird hier offensichtlich gemacht, ne? Und deswegen, also ich freue mich sehr da. Ich weiß noch nicht ganz, wo es in meinem Ranking landet, so zwischen Mandalorian und Obi-Wan und so weiter, wird sich dann zeigen, dann in den nächsten Wochen, wo hier die Reise hingeht. Aber momentan bin ich echt angefixt. Gerade die dritte Folge hat mich sowas von weggehauen. Wie das dann alles aufgeht, das, was in den ersten zwei Folgen bereitet wurde. Die Folgen gehen auch immer so, glaube ich, eine halbe Stunde oder so ein bisschen mehr, 40 Minuten oder so. Ja, 40 Minuten so ungefähr. Und ich hatte dann, wo ich die drei Folgen gesehen habe, habe ich gedacht, vielleicht wollten die ursprünglich Stundenfolgen machen, dass quasi die ersten anderthalb Folgen eine Folge ist und die zweiten und dann wäre es quasi so eine Doppelfolge gewesen. Würde wahrscheinlich passen, dass man sagt, man macht da eine Doppelfolge und erzählt da die Story und dann hat man sich doch entschieden, nee, wir machen es mal ein bisschen kürzer oder so. Weil sonst drei Folgen, bis du den entscheidenden Punkt hast, ist ein bisschen kurios, würde ich sagen. Also die bis dann so richtig, normalerweise hast du eine Doppelfolge und dann, ja, aber gut. Auf jeden Fall. Ich möchte noch eine Sache auf jeden Fall loswerden. Ja, hau raus. Und zwar eigentlich zwei Sachen. Also erstens mal noch zeitlich einzuordnen, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. 5 Jahre vor Rogue One. Okay. Sogar relativ genau eingegrenzt. Und ich muss es gestehen, ich habe einen kleinen neuen Crush entwickelt auf Bix Kaleen, also Adria Arjona, die Mechanikerin da spielt. Die gefällt mir ganz gut. Also ich fand ja die Besetzung der so eine Art Mutter, die ihn ja da von dem Planeten mitnimmt, sehr gut. Marva, oder wie sie hieß, ne? Marva, ja. Andor, Jonah Shaw. Ja. Die fand ich gut besetzt. Definitiv, ja. Auch sehr gut. War eigentlich alles auch so ziemlich, ziemlich gut besetzt. War halt nicht. Und da gab es ja auch eine Verfolgungsjagd, die war bei Weitem nicht so scheiße wie die bei Obi-Wan, war das, glaube ich. Oh ja. Oh mein Gott. Wo ich schon erinnere dachte, mich nicht an diese komischen Retro. Ja, wo ich schon dachte. Ah, oje. Dinger. Also, nee, das war Boba Fett. Boba Fett, ja, stimmt. Ja. Das war der Book of Boba Fett. Ja, aber egal, ihr wusstet alle, was ich so meine, obwohl ich es gar nicht gesagt habe. Ja, ist im Gedächtnis geblieben. Als trauriger Moment. Hat sich leider eingebrannt. Na gut, also Andor von uns Top-Wertung. Und jetzt kann ich auch erwähnen, dass die beste Frau gerade beim Marathon reinkommen ist und die hat exakt für die Marathonstrecke 20 Sekunden weniger gebraucht, wie ich für die Halbmarathonstrecke. Ja, weißt du Bescheid, musst du noch wissen. Ich glaube, die ist besser wie du. Die ist auch besser. Also ich sag mal so, 80% des Feldes sind besser als ich, würde ich mal sagen. mal gucken. Nachher kommen dann die Jedermann, die normalen Leute, die da mitlaufen. Mal gucken, wie die sich so anstellen. Ja. Berlin wäre auch noch mal so ein Thema. Berlin ist, glaube ich, da wären ja immer Weltrekorde. Die ist sehr flach, die Strecke. Mal gucken, was bei mir klappt mit dem Bodwartal Mitte Oktober. Okay, Kate, Bad Sisters, erzähl mal. Wer spielt da mit? Lass mich raten. Wie heißt sie? Cameron Diaz. Wie ist die natürlich blond gespielt hat? Also, Reese Witherspoon. Ich brech mal ab, weil du bist komplett Reese auf Witherspoon Fahrt. Und wer fehlt da noch? Da fehlt noch eine. Melissa McCarthy. Nein. Die drei. Nein? Nein. Nein, denn es ist was ganz anderes. Okay. Und zwar ist es eine irische Serie. Oh. Also irisch-britisch. Dann spielt Saoirse Ronan mit. Nee, auch nicht. Auch nicht, okay. Nee. Spielt in der Nähe von, wie heißt die Stadt? Du warst da auch schon mal. Dublin? Eben. Genau. Spielt in der Nähe von Dublin. In der Hauptstadt von Irland, von der Republic of Ireland, meinst du? Ja, ich vergesse immer diesen blöden Namen.
Und spielt an der Küste Irlands. Und es geht um fünf Schwestern, die alle in diesem Dorf leben. Also sie sind da auch aufgewachsen und jeder hat halt so sein Leben, seine Familie oder eben Single oder eben nicht und keine Ahnung. Und die Serie fängt damit an, dass sie auf der Beerdigung sind, auf einer Beerdigung sind. Und zwar ist von einer der Schwestern der Ehemann gestorben. Also man muss, glaube ich, sagen, drei davon sind verheiratet von den fünf. Eine davon ist lesbisch. Also es gibt eigentlich nur zwei Ehemänner. Und der eine ist eben gestorben. Und es kommt dann so nach und nach, wird dann klar, dass der jetzt auch nicht unbedingt der Favorite der Schwestern war, außer natürlich die, die verheiratet mit ihm war. Denn ich glaube, wenn man das Wort Arschloch googeln würde, würde man ein Foto von ihm finden. Denn er ist die Verkörperung dieses Wortes. Er ist ein richtiges, richtiges Miststück. Ja, also er ist unfassbar unfreundlich. Es muss alles nach seiner Fasson gehen. Er ist jetzt nicht körperlich oder so gegen seine Frau, aber sehr mental und psychisch setzt er sie massiv unter Druck. Versucht immer irgendwas gegen die Schwestern in der Hand zu haben, weil ihm das nicht passt, dass die Schwestern so eng miteinander sind, vor allem mit seiner Frau natürlich. Und er will halt die Kontrolle behalten und er ist wirklich manipulativ, dass es kracht. Dementsprechend mögen die vier Schwestern ihn nicht. Und dann, das spielt so auf zwei Zeitebenen, einmal vor seinem Tod und nach seinem Tod. Und in den Szenen vor seinem Tod gibt es dann halt einmal so an Weihnachten, man hat was getrunken, sitzen die Schwestern zusammen, die vier, oder ich glaube, da sind es am Anfang noch die ersten, die älteren beiden, die dann aus Spaß sagen, der muss weg. Wir müssen den ums Eck bringen. Oh je, der zerstört unsere Schwester. Der zerstört uns. Der muss weg. Und aus diesem Hirngespinst werden dann nach und nach doch eher nackte Fakten. Und sie versuchen dann tatsächlich auch, ihn ums Eck zu bringen. Es klappt nur nicht immer. Und du weißt auch bis heute nicht. Ist das lustig oder dramatisch? Muss ich das Ganze? Es ist beides. Okay. Es ist makaber, es ist lustig, es ist furchtbar dramatisch teilweise, weil wenn was schief geht, geht's richtig schief. Und du weißt, also es sind jetzt die ersten fünf Folgen, glaube ich, raus. Da kommt jeden Freitag eine neue Folge. Und du weißt aber nicht, du weißt einfach die ganze Zeit nicht, weil er stirbt ja, aber du weißt nicht, haben sie es geschafft oder war es einfach nur ein Zufall, dass er tatsächlich stirbt. Ich verstehe. Und das Problem an der ganzen Sache ist eigentlich, das kommt nur raus, dass da wohl vielleicht mehr dahinter steckt, weil die Lebensversicherungsfirma, die auszahlen müsste im Falle seines Todes an seine Witwe, quasi bankrott geht, wenn sie das auszahlen müsste. Und deswegen versuchen die beiden Firmeninhaber, die sind nur zwei, das sind zwei Brüder, quasi das zu verhindern, indem sie einfach versuchen rauszufinden, ob da nicht da mehr dahinter steckt. Sie versuchen irgendwas zu finden, um diese Auszahlung zu verhindern. Und nur so kommt das Ganze ins Rollen. Und es sind quasi so drei Ebenen, die da erzählt werden. Und es ist unglaublich makaber, aber auch unglaublich cool und witzig. Und man versteht irgendwie die Mädels. Also ich würde es nie tun, natürlich nicht, aber ich kann es verstehen, weil er wirklich richtig schlimm ist. Der Typ. Der Typ ist wirklich richtig, richtig schlimm. Obacht. Also Obacht. Äußerste. Obacht. Aufgemerkt. Obacht. Und ich bin darüber gestolpert, weil der Erik vor kurzem über eine Serie auf Apple TV Plus gesprochen hat, die ich ja dann auch nachgeholt habe und sie als Perle bezeichnet hat. Also habe ich geguckt, was hat denn Apple TV Plus aktuell sonst noch so ein Angebot? Plus, okay. Und da bin ich über diese Perle gestolpert. Deswegen ruhig mal reingucken. Es ist die Schwestern können unterschiedlicher nicht sein. Sie sind extrem sympathisch und die Serie hat wirklich alles gefühlt an Emotionen offen. Ja. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also wie gesagt, sind noch nicht alle Folgen raus. Insgesamt sind es 10 Folgen. Ich bin jetzt ungefähr bei, also wie gesagt, 5 müssten jetzt glaube ich schon raus sein, 5 oder 6. Ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht. Das entwickelt sich sehr interessant. Ja.
Ja, klingt gut. Also Irland, ich glaube, das gucke ich mir mal an. Da, ja, also es ist irisch-britische Produktion. Sam Claflin spielt da auch mit. Ja. Ja. Klingt gut. Also ein bisschen an der Küste von Dublin, also nicht direkt eine Stadt. Aber, Nee, also es spielt außerhalb an der Küste. Die sind da auch regelmäßig an so einem Küstenbad, wo sie im eiskalten Wasser, egal bei welcher Temperatur, die gehen auch um Weihnachten rumschwimmen. Die Iren sind total verrückt. Das ist so eine Familientradition verrückt, bei denen. Die, also spinnen das ist, die Iren. Die spinnen die Iren. Sind sehr liebenswert, aber doch ein bisschen verrückt. Ja, also und wie gesagt, schauspielerisch und besetzt ist das echt super, muss ich echt sagen. Und ich kannte, bis auf eine kannte ich niemanden davon. Und ja. Empfehlung von dir höre ich daraus. Also absolut. Bad Sisters, Apple TV Plus. Wie liegen wir in der Zeit? Ja, kannst du noch kurz das Lazarus-Projekt, wenn du möchtest, oder wollen wir es auf nächste Woche? Das geht ganz schnell. Okay. Ja. Das Lazarus-Projekt, ich habe noch nicht reingeguckt. Lohnt sich? Genau, du hattest das ja angesprochen, ja, dass das vielleicht das ganz gibt, interessant sein weil könnte. Der Trailer sah ganz gut aus. Genau. Das ist tatsächlich auch relativ interessant. Also es geht quasi darum, das Lazarus-Projekt ist ein Projekt der Regierung teilweise, also ein bisschen eher frei von der Regierung gestellt, und die verhindern den Weltuntergang, indem sie einen Zeitsprung machen. Ach stimmt, also das war dieses Zeitreiseding, ja. Genau, also jedes Mal, wenn die Welt vor dem Untergang steht, haben die... Es ist keine Zeitmaschine, sie erklären das mit einer Art Gravitationswurmloch, bla, das im richtigen Winkel steht im Weltall. Was weiß ich, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Und die springen dann zurück. Und zwar können die immer auf einen bestimmten Tag und immer nur 12 Monate zurückspringen. Das heißt, alles, was in dem einen Jahr passiert, wenn man dann zurückspringt, fängt an dem Tag neu von vorne an. Und die Mitarbeiter dort, die haben so ein Serum bekommen, dass die ihre Zeit nicht vergessen. Also die vergessen dann dieses Jahr oder dieses halbe Jahr, je nachdem wann der Zeitsprung ausgelöst wird, vergessen sie nicht. Klingt interessant. Sondern die haben jetzt also quasi, was weiß ich, schon 18 Mal einen Zeitsprung gehabt und haben 18 Lebensjahre mehr als alle anderen Menschen in ihrer Erinnerung. Ja. Und es gibt ganz selten Menschen, die das von alleine haben, ohne dieses Serum. Es gibt wirklich nur fünf auf der ganzen Welt oder so. Und unser Hauptdarsteller ist einer davon. Der wacht plötzlich morgens auf und hat diesen Déjà-vu-Effekt. So, den Tag habe ich doch schon erlebt. Diese Zeit habe ich doch schon erlebt. Dieses letzte halbe Jahr habe ich doch schon erlebt. Und glaubt halt, er ist verrückt. Und forscht dann nach. Und so wird dann das Lazarus-Projekt auf ihn aufmerksam und rekrutiert ihn. Und ja, die versuchen halt, die Welt zu retten. Und das ist so das Grundthema. Die Serie ist relativ vorausschauend, denn natürlich passiert was, dass der Hauptdarsteller möchte, dass die Zeit zurückgedreht wird, weil er was verhindern will, was passiert ist, wofür man aber normalerweise die Zeit nicht zurückdreht, weil es kein Weltuntergangsszenario ist. Und dann muss er sich entscheiden, begibt er sich auf die, bleibt er auf dieser Zeitspur und sagt, okay, ich lebe jetzt damit, weil es Gott ist halt Teil meines Jobs. Oder ich sage, ich muss jetzt zu den Bösen, auf die Seite der Bösen wechseln, um irgendwas auszulösen, weshalb das Lazarus-Projekt die Zeit zurückdreht, damit mein Ereignis rückgängig gemacht wird. So. Mhm. Darum geht's. Da sind jetzt bis jetzt nur 6 Folgen oder so raus. Darum geht's. Und das fand ich sehr vorhersehbar, dass das passiert. Weil er, ja, aber mal schauen, wie es weitergeht. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht. Es ist spannend. Es ist komplett unlogisch, wie das mit dieser Zeitsprung funktionieren soll. Ich glaube, da werden schon wieder sämtliche Zeitreiseregeln widersprochen, die wir gelernt haben im Marvel-Universum mit den verschiedenen Zeitlinien. Es wird, glaube ich, alles wieder über den Haufen geworfen. Klingt trotzdem ganz interessant. Es ist wirklich interessant. Das ist mal ein komplett neues Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Serie kennt, 7 Days. Gab es mal so eine Serie, Cliff of Pro 7, ey, das war lange Zeit meine Lieblingsserie. Hat mir die so war so geil, aber wenn du die heute angucken würdest, Alter. Ich habe die. Ich habe die auf DVD. Heutzutage ist das einfach so schlecht. Ich habe mir die gerippt, die liegt hier bei mir auf dem Server. Da gucke ich tatsächlich ab und zu mal in irgendeine Episode rein, einfach mal so, weil das ist irgendwie so ein Feel-Good-Ding da irgendwie.
Also wer es nicht kennt, da war, wie heißt er, Jonathan LaPaglia, der Hauptdarsteller. Und der wurde also als Pilot rekrutiert. Da gab es eigentlich bessere, aber er war der Einzige, der es hingekriegt hat, weil er musste dann so, ja, in so eine Kugel haben sie den rein und er konnte immer 7 Tage in der Zeit zurückreisen. Immer wenn irgendwie in der Welt eine Katastrophe oder irgendwas Schlimmes passiert ist, haben sie den 7 Tage zurückgeschickt. Er ist dann irgendwo aufgeschlagen, hat total gebrannt und alles, Rauch aus den Haaren und so ist irgendwo. Und er musste dann erstmal von dort, natürlich war das immer innerhalb der USA, er musste erstmal von dort den Weg finden und irgendwie ein Telefon, um seiner Zentrale zu sagen, hey, ich bin jetzt hier, da passiert was, weil die wussten das ja in der Vergangenheit nicht und genau, ja, und das fand ich, zu verhindern. Fand ich so ein cooles Setting und da habe ich eigentlich immer mal gehofft, dass da irgend so ein Streaming-Anbieter das mal aufgreift und irgendwie mal was, ein Remake macht oder so. Aber das ist halt der Unterschied zwischen so dieser Serie jetzt zum Beispiel und das Lazarus-Projekt. Das Lazarus-Projekt greift halt nicht ein bei so Kleinigkeiten. Also es kommt dann auch die Frage, warum habt ihr den 11. September nicht verhindert? Und dann ist halt die Aussage, weil es kein Weltuntergang war. So. Also die greifen wirklich nur ein, wenn es hier um Atomkriege geht. Mhm. Und es gab halt in der Vergangenheit schon mehrfach das Ereignis, dass die Welt untergegangen wäre. Ja? Mhm. Das Problem ist aber, manchmal ist es mit einer Zeitreise nicht getan. Ja? Also die Reisen zum Beispiel zurück können das Problem aber nicht verhindern. Und es wird trotzdem wieder zu dem Weltuntergang kommen. Also müssen sie wieder zurückreisen. Und es gibt zum Beispiel einen Sommer in dem Film, der erzählt wird in der Rückblende, der immer wieder neu startet, immer wieder neu, weil sie es jedes Mal nicht schaffen, diesen Weltuntergang zu verhindern. Und das sind dann Monate und Jahre, die Zeitspringer da quasi zusätzlich an Lebenszeit haben, weil sie immer wieder zurückspringen. Das fand ich grundsätzlich sehr interessant. Und dann auch zu sehen, welche Auswirkungen das eben auf unseren Hauptdarsteller hat. Weil der hat ja dann, der kriegt ja nach und nach diese Erinnerungen wieder zurück. Und erinnert sich an die verschiedenen Sommer, die er da quasi im gleichen Jahr gehabt hat. Mhm. Hat dann immer so Backflashes und so. Und das ist schon gut gemacht. Also ich werde auf jeden Fall weitergucken, klar. Ja. Ich guck's mir mal an. Wie es ausgeht. Ich hab's mir schon, gibt's ja in der Mediathek hier bei Sky. Da wollte ich auf jeden Fall mal reinschauen. Genau, mach mal. Cooles Ding. So. Ja. Alles klar, dann sind wir ja schon durch soweit für heute. Ja. Ist ja eh schon ziemlich lang geworden, die Sendung heute. Und dann gibt's jetzt noch ein bisschen Musik auf eure Ohren. Music. Und unsere Playlist bei Spotify abonnieren haben ja schon einige getan. Die heißt KinoCast Songs. Kommen bei jeder Sendung 3 neue Songs drauf und ihr habt eine bunte Mischung. Außer bei der Kate, die hat jetzt, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal was von Kraftklub, aber es macht nichts, es ist jedes Mal ein anderer Song. Wir haben erst zwei Kraftklub-Lieder drauf, also das kommt mir vor wie die ganze LP. Im Vergleich zu Taylor Swift Songs sind die 3 Kraftklub-Songs. Aber ist ja auch gut. Und es ist auch brandneu, denn Kraftklub hat am Freitag ein neues Album gedroppt. Und da habe ich gleich den ersten Song vom Album, der nämlich sehr, sehr cool ist. Und das ist Teil dieser Band. Da steht aber, nicht singen. Steht aber jetzt komischerweise da, bereits hinzugefügt. Nein, kann gar nicht sein. Doch, kann sein, weil ich das, glaube ich, vor ein paar Wochen mal hatte. Also so neu kann es nicht sein. Nein, ich habe vorhin extra geguckt. So neu kann das nicht sein. Das wurde bereits hinzugefügt. Nein, ich habe vorhin extra geguckt, ob der schon drauf ist. Diskutier nicht rum, ich bin hier gerade live. nimm einen anderen Song, war ich erstmal ein Chris sein. Doch, ich habe nämlich den Kraftklub-Song letztens schon draufgesetzt, deswegen passt das. Nein, Doch, natürlich, ich weiß es ja. Ich habe von Peter Fox, alles neu. Möchtest du die normale Version? Ansonsten gibt es hier noch einen Lexi-Remix, einen K-Paul-Remix und ein Blaues Licht-Remix. Bitte die normale Version. Die normale, alles klar, kommt sofort. So, KinoCast-Songs hier. Hier ist es. So, der war noch nicht drauf. So, von mir, Mobi macht ja ab und zu mal was mit irgendwelchen regionalen Künstlern, zum Beispiel in Spanisch oder in, weiß nicht, Französisch, auch Italienisch hat er auch schon gemacht, irgendwas von seinen Songs. Und er hat einen von seinen neuen Songs mal aufgenommen mit dem Sänger von Andouchine, französische Band, die in Frankreich Stadien füllt, die hier so gut wie niemand kennt, außer jetzt 2, 3 Songs vielleicht. Nämlich Nicolas Sirkis ist da der Sänger und da packe ich den neuen Song drauf. So, und Kate hat was Neues. Sehr, sehr gut. Packe ich drauf? Willst du es selber sagen? Ist das auch von der neuen? Wittenberg ist nicht Paris.
das stimmt natürlich. Wittenberg. Lutherstadt Wittenberg. So, packe ich drauf. Wittenberg ist nicht Paris. Den Song kenne ich noch nicht. Da werde ich mal reinhören. Die alle drei sind auf der Playlist. Dürft ihr gerne abonnieren. Kinocast Songs. Nazis raus lässt sich leichter brüllen, wo keine Nazis sind. Das ist natürlich vollkommen richtig, ja. Nazis raus hier, jawohl. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Vielen Dank an die Patreons für die Unterstützung oder auch alle, die immer mal so Stunden spenden für Auphonic, damit das hier alles top klingt hier. Wenn das mal vielleicht in der Aufnahme nicht ganz so gut war, Auphonic holt da alles raus, was geht. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Mal gucken, wen von euch ich dann morgen alles sehe. Sneak. Ja, also ich habe vor, mitzukommen, ja. Sehr gut, ja. Mal gucken, was klappt. Das ist aber alles ein bisschen vage. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis dann. Der Kinocast.